Ja, ich weiß, Freunde, meine Kommunikation, ne, war in kurzer Hose, Kraut und Rüben, aber hey, Kraut und Rüben, sehr, sehr lecker. Apropos sehr, sehr lecker, haben wir schon den Sprung, der eine oder andere hat es mitgekriegt, ich tue ja immer wieder kommunizieren und dann mal wieder nicht. Aber nächste Woche, am 2.7., das ist Dienstag, 17 Uhr, bei mir im Studio wird dieses Heft released. Was ist es? Was gibt es da zu sehen? Ihr seht, Isomec heißt es. Man kann es sehen. Das sieht schon geil aus. Das hört sich geil an. Und das macht auch richtig Spaß, meine Freunde. Ja? Nicht nur haptisch. Es geht um Fotografien und Texte zu Menschen. Und zwar alte Menschen. Und nicht nur alt, sondern auch noch dement. Ja? Kannst du sagen, und mir doch egal. Ja? Glaube ich nicht. Keine Ahnung, was passiert. Das betrifft uns alle. Das ist eine Randgruppe sozusagen. Sind auch nicht in der Innenstadt. Das ist nicht drin. Das ist nicht mitten im Leben. Das ist so ein bisschen draußen. Was eigentlich schade ist, und da fehlt uns der Zugang zu den Menschen, die ja genauso zu uns gehören. Deswegen gibt es das Magazin Isomec hier und jetzt. Nächste Woche, 2.7. bei mir im Studio. Kann man auch die Leute treffen, die ich porträtiert habe. Mich treffen, den Dirk, der es gedruckt hat, die Sanna, die fürs Layout zuständig ist. Hier, ein bisschen anteasern. Aber ansonsten müsst ihr einfach kommen oder mir eine Mail schicken. See you soon.